anders als CDU und FDP, das ja mit ihren sicherheitspolitischen Bedrohungsszenarien, die sie immer wieder von sich geben, ja darstellen zu versuchen, ist es so, dass wir im Jahr 2017, im letzten Jahr, die niedrigste Kriminalitätsrate in Nordrhein-Westfalen seit 30 Jahren hatten. Und trotzdem schürt die CDU Ängste in der Bevölkerung, ganz im Stile der bayerischen CSU, um ihre Sicherheitsfantasien endlich durchsetzen zu können. Und so hat auch Innenminister Herbert Reul, das klang in den Debatten gerade schon an, so hat auch Innenminister Herbert Reul im Landtag Änderungen zum Polizeigesetz eingebracht und argumentiert immer mit der Terrorismusbekämpfung. Und man muss aber sagen, die Maßnahmen, die in diesem Polizeigesetz vorgesehen sind, gehen weit über das hinaus, was mit Terrorismusbekämpfung zu tun hat, sondern mit der Einführung der sogenannten Drohnengefahr werden Maßnahmen geschaffen, die weit vor dem Zeitpunkt wirklich konkreter Straftaten stehen. Und das trifft dann nicht nur Gefährder, es betrifft im Prinzip alle, weil es auch um Straftaten der Allgemeinkriminalität geht. Und das ist genau der Punkt, weshalb auch Burkhard Hirsch und Gerhard Baum heftig dieses Polizeigesetz kritisieren und eben auch mit Verfassungsklage drohen. Ich glaube, da haben wir Streiter an unserer Seite, auf die wir da auch bauen und setzen können. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt. Was macht eigentlich die FDP in dieser Regierung? Was macht die FDP bei diesem Gesetzentwurf? Man kann von der FDP leider bei diesem Thema nicht mehr viel erwarten. Die FDP ist ein Komplettausfall in dieser Landesregierung. Dieser Gesetzentwurf ist ein Armutszeugnis für eine ehemalige Bürgerrechtspartei FDP. Und dieser Gesetzentwurf macht ja im Prinzip zwei Dinge. Zum einen ist er geprägt von unverhältnismäßigen Grundrechtseingriffen und es gibt mindestens einen Punkt, wo wir Grüne ganz klar sagen, das ist sogar verfassungswidrig. Und andererseits ist es so, wenn man sich diesen Gesetzentwurf mal näher anschaut, dann erkennt man auch, dass es gar nicht um mehr Sicherheit geht, dass dieses Gesetz nicht mehr Sicherheit bringt, sondern da ist viel Symbolpolitik drin auf Kosten unserer Freiheitsrechte. Und da fange ich mal an mit der drohenden terroristischen Gefahr, die demnächst dann greifen soll, wenn eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür vorliegt, dass gegebenenfalls irgendwann mal Straftaten begehen könnte. Und ich frage mich, wie konkret kann eigentlich eine Wahrscheinlichkeit sein? Und das wird demnächst dafür ausreichen, um Menschen für einen Monat ins Polizeigewahrsam zu stecken, ihnen eine Fußfessel anzulegen oder sie mit Hausarrest zu belegen. Dabei ist allen klar, und das ist eben diese Symbolpolitik, von der ich gesprochen habe, es ist allen klar, dass wenn ich einen Gefährder für einen Monat in einer Ausnüchterungszelle auf einer Polizeiwache stecke, dass der Gefährder nicht weniger gefährlich sein wird nach seiner Freilassung als bei seiner Einlieferung. Und auch beim Thema Fußfessel muss man unterm Strich sagen, das ist Symbolpolitik. Wir wissen alle noch, vor zwei Jahren gab es diesen schrecklichen Anschlag, dieses schreckliche Attentat auf eine Kirche in Frankreich, wo ein Priester ermordet wurde von einem islamistischen Attentäter, der eine Fußfessel trug. Und das zeigt, unterm Strich bedeutet dieses Gesetz Symbolpolitik auf Kosten der Grundrechte, und das werden wir Grüne nicht hinnehmen. Und was aus meiner Sicht wirklich klar verfassungswidrig ist, das ist die Regelung, dass bald Menschen zur bloßen Identitätsfeststellung für eine Woche ins Gewahrsam gesteckt werden soll. Und man muss sagen, in Deutschland ist es keine Straftat, wenn man sich nicht ausweisen will. Und es ist auch keine Straftat, wenn man nicht an der Identitätsklärung sich beteiligt. Und trotzdem wollen CDU und FDP diese Menschen für eine Woche wegsperren. Und man muss klar sagen, wenn CDU und FDP das so beschließen, wie sie es momentan vorsehen, dann nehmen sie wissend und billigend in Kauf, dass sie gegen die Verfassung verstoßen werden damit. Und deshalb sind CDU und FDP und allen voran eben Innenminister Herbert Reul ein Risiko für unsere Freiheit, ein Risiko für unsere Grundrechte. Okay.
Verena, kommst du zum Schluss? Ja, ich komme zum Schluss. Nicht nur Gerhard Baum und Burkhard Hirsch haben das gesagt, sondern auch die Anhörung mit den Expertinnen und Experten im Innenausschuss haben das sehr deutlich gezeigt und gesagt, dass wir mit dieser Kritik als Grüne nicht alleine stehen, ganz im Gegenteil. Und auch in der Zivilgesellschaft formiert sich ja der Protest hier in Nordrhein-Westfalen gegen das Polizeigesetz, das Bündnis gegen das Polizeigesetz, das wir Grüne, sowohl der Landesverband als auch die Fraktion, unterstützen. Dieses Bündnis plant eine Demonstration am 7.7. Ich würde mich freuen und ich glaube, viele andere auch, die hier gerade stehen, wir würden uns freuen, wenn viele von uns zu dieser Demo fahren würden, denn es geht um nichts anderes als um unsere Freiheit und unsere Grundrechte und dafür werden wir am 7.7. auf der Demo einstehen. Vielen Dank.